Spät aber doch möchte ich euch die Pinkbox von Dezember zeigen. Wenn ihr wissen wollt, was drinnen ist, bleibt gern dran. Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Caro und ich zeige euch heute die Pinkbox von Dezember. Die kam schon vor circa einer Woche oder sogar über einer Woche an, aber ich komme erst jetzt dazu, sie euch zu zeigen. Ja, ich würde sagen, wir schauen da gleich rein in das kleine Schätzchen und machen den Klebe auf. Dann habe ich hier ein Zettelchen mit einem QR-Code auch, aber ich lese euch jetzt einmal vor, was da drauf steht. Glowgang ist anscheinend das Thema. Hey Sweetheart, mit einem leuchtenden Lächeln im Gesicht präsentieren wir stolz die neueste Pinkbox Glowgang im bezaubernden Special Design. In diesem Monat dreht sich alles um das Strahlen, das die Festtage mit sich bringen. Von Self-Care-Tagen mit deinen Bestes bis zu festlichen Familienmomenten, die neue Pinkbox Glowgang ist dein Begleiter für einen glänzenden Auftritt und hält die eine oder andere süße Überraschung für dich bereit. Werde Teil unserer Glowgang und strahle mit uns im Dezember. You go girl, you glow girl. Zeig der Welt, dass du bereit bist, in diesem Monat zu glänzen und lass die neueste Edition zu deinem Begleiter auf allen Abenteuern werden. With love, dein Pinkbox Team. Ja, das klingt ja eigentlich einmal ganz gut. Also würde ich sagen, wir schauen einmal den ersten Blick in die Box. Da sehe ich gleich was Süßes hervorblitzen. Da freut sich meine kleine innere Naschkatze natürlich. Und zwar Amicelli mit 100% zertifiziert nachhaltigen Kakaobezug. Ja, Amicelli sind sehr gut, die mag ich gern. Ich weiß nicht, mögt ihr Amicelli? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Dann habe ich hier Schatzmomente, Badekugel mit Stoffband von Fesch. Eine Badekugel mit Stoffband, okay. Mit ein von 6 Stoffbändern in jeder Kugel. Ah, okay, das ist in der Kugel und ist dann so ein Stoffarmband. Hier ist auch der Blick zur Kugel hinein. Eine sehr schöne Farbe, muss ich sagen. Gefällt mir. Die werde ich sehr, sehr gerne verwenden. Dann haben wir eine Lippenmaske von Yuti Lip Pad Mask Intensive Kiss. Lippenmaske mit Hyaluron und Rosenwasser. Ja, das kann man doch immer brauchen und gerade dann zu Weihnachten, wenn man vielleicht auch austrocknete Lippenstifte oder so trägt, dann kann man das besonders gut brauchen. Ne? Oder halt, dass die Lippe besonders gepflegt ist am 24. Wer will das nicht? Dann From Nihan with Love oder so, ich kann es nicht wirklich lesen. Was ist das? Nihan. L'amour infini. Haarparfum. Für duftendes und gepflegtes Haar. Ja, okay. Kann man machen. Muss man nicht machen. Ich weiß nicht. Ich sprühe das mal da hinein, dass ich da ungefähr weiß, wie das riecht. Ist ein eher schwerer Duft. Ist nicht schlecht, aber ich weiß nicht, ob das so meins ist. Also das muss ich mir überlegen, ob das nicht weitergeht. So, dann haben wir von Fräulein B. Berlin Beauty Fanbrush. Einen Fanbrush, ja. Ich weiß nicht, wie viel der Fanbrush das jetzt ist in einer Box. So viele brauche ich wieder auch nicht, oder? Wofür verwendet ihr Fanbrushes? Schreibt mir das gerne in die Kommentare, das würde mich wirklich sehr interessieren. Ja, für Highlighter kann man das verwenden, weiß ich schon. Aber wofür verwendet ihr es noch?
So, und dann haben wir hier noch eine Tasche von Physicians Formula Van Egypt Meets Science. Eine Tasche, Kosmetiktasche mit rosa Boden. Aus, ja, würde sagen Leinen oder so, keine Ahnung. Ist eine ganz stinknormale Kosmetiktasche ohne zusätzlichen Taschel oder sonst irgendwas. Also bin ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht davon, weil so stinknormale habe ich genug. Aber okay. Ja, das war jetzt die Box. Also mit Glowgang hat das jetzt nicht viel zu tun. Wo ist der Glow? Ja gut, das Haberfer vielleicht, aber das ist das Einzige. Und selbst das macht keinen Glow, das macht nur Duft. Ne, ich weiß nicht. Also so ganz überzeugt bin ich von dieser Pinkbox. Ja, wie schaut es bei euch aus? Kann euch die Box überzeugen? Schreibt mir das gerne. Und ja, ich freue mich über jedes Kommentar, das wisst ihr. Über jedes Abo natürlich auch und über jeden Daumen nach oben sowieso. Ja, und jetzt vielen Dank fürs Zuschauen. War ein relativ kurzes Video wieder mal. Aber egal, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!